So, dann hallo an alle zurück. Die Aufnahme ist abgeschmiert, weil die Festplatte voll ist. Ich habe jetzt hier über 1 Terabyte nur an Borderlands 2 Aufnahmen. Das waren jetzt hier, boah, wie viel waren das? Ich glaube, ich habe hier irgendwie 15 Folgen Renderauftrag, nochmal 15 weitere gedreht. Jetzt bin ich nochmal weiter am Drehen. Ich habe jetzt mal auf die externe geswitcht, habe ich noch 500 GB frei. Und da kann ich so einen Tacken gleich noch weiter mit aufnehmen. Schön. Ich hatte hier noch das Waffenzeug verkauft. Bisschen das Waffenzeug verkauft und ich bin auch so ein bisschen, die habe ich noch nicht ausprobiert, schleppt die ganze Zeit mit mir rum. Das ist mal so ein bisschen, Sandor, das ist wahrscheinlich wieder gegen Robots. Ich bin ein bisschen am gucken, was ich dann behalte, was nicht. Aber die behalte ich auch nochmal ein bisschen. Aber irgendwie, vielleicht, ja, die braucht halt eine Munition, Explosivschadenwaffe, damit man alles mal hat, wenn von einem die Muni ausgeht. Ach, das ist doch alles doof. Ja, genau, genauso wie dieses Schild hier. Ich will nochmal ganz kurz extra vergleichen, wie das aussieht mit diesem Schild. So, ist ja mehr Kapazität. Aber es hat 126 weniger an Gesundheiten. Das ist mir zu viel, eigentlich. Ich verkaufe das Ding jetzt. Bevor ich jetzt noch weiter mit mir rumschleppe, ich verkaufe es einfach. Schön. So, warte mal ganz kurz. Wie viel habe ich denn eigentlich von dem Iridium-Zeugs? Habe ich das? Naja, kann ich nicht sehen. Übrigens auch von Quests aus habe ich schon alles abgesammelt jetzt. Ja, erwischt den Zug. Ich bin jetzt wieder bei der Hauptstory. Aber ich fühle mich echt zu schwach für die Dinger. Die machen so viel Damage. Und oh ja, ich merke es gerade, die FPS geht übelst runter. Wenn ich auf die externe Festplatte aufnehme, weil die Übertragung nicht so gut oder die Schreibgeschwindigkeit nicht so hoch ist. Ich habe echt noch 15 FPS. Warte mal, ich probiere mal nochmal Leistung hochzuschrauben. Kurzer Cut. Okay, ich probiere es nochmal alles auf Maximum Leistung gestellt. Alles gut hier. Ah, ich will noch Claptrap dubsteppen. Ich glaube, ja, es ist so ein bisschen... Oh, Steam. Es ist so ein bisschen grenzwertig gerade. Habe ich denn 12, habe ich? Wir haben uns nie gesehen. Nein, wir haben uns nie gesehen. Sofort geupgradet, dass ich mehr Zeug mit mir rumschleppen kann. Ich kann jetzt hier, 21 Sachen umschleppen. Schön. Immer schön weiter so. Und ich muss ein bisschen was einstellen. Das geht noch nicht weiter. Das ist immer noch ein bisschen rücklich. Moment. Okay. Ich hoffe mal, das reicht. Weil mehr kann ich jetzt wirklich nicht mehr drehen. Von der Leistung her. Ne, mehr kann ich mich nicht drehen. Ich hoffe mal, das reicht noch. Okay. So, dann. Auf geht's. Der schönste Ort auf Pandora. Ja, erschreckend. Das ist nämlich nicht schön. Ich habe wieder festgebackt. So ein bisschen. Okay, so wie es aussieht, müssen wir Hauptquest machen, weil, wir keine Nebenquests mehr machen können. Wir haben keine mehr im Angebot. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich auf die Karte gehe, auf die Map gehe. Ja, gut, kann man nicht noch irgendwie weiter. Nee. Achso, das war wegen Charakteren-Dings. Ah, okay. Oder die Schnellreisestation Sanctuary. Ich laufe immer die ganze Zeit so und denke, ich kann noch schnell reisen. Ich mach das mal gerade. Ich tue mal kurz die Schnellreise und dann kann ich mir das sparen. Die neue Ausgabe von Achtung Eilmeldung. So, hier kann ich reisen. So, wir wollen nach da. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den 5 cm Weg gespart. Nee, ich bin richtig gelandet. So, ich soll mich mit Tina treffen. Entführe den Hyperion-Zug, okay. Zug auch noch entführen. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Hardcore-Viechern. Hab ich alles voll, ja. Vielleicht will ich hier mal die Schrot austesten, aber. So macht man das. Hier ist es wieder saugefährlich. Ich teste mal kurz hier die Dings aus. Ja, eben gerade hat es heftig geruckelt. Was geht jetzt ab? Warum ruckelt das so? Nein, weil ich auf die Festplatte aufnehme oder was? Habe ich hier schlechte Übertragung oder was? Aber ich muss die andere anschließen mit einem USB 3.0 Anschluss, dass die Daten schon übertragen werden. Wahrscheinlich kann gar nicht so schnell geschrieben werden, wie ich jetzt hier aufnehme. Ja, das ist mies. Oh, nee, das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Dann muss ich einen Aufnahmestopp machen. Nee, da mache ich einen Aufnahmestopp. Nee, das ist nicht schön.
Dann, ja, Aufnahme, Stopp, wir sehen uns und Cut. So, da wäre ich wieder. Ja, ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Ihr wundert euch, warum ich wieder hier oben stehe. Das ist immer so, wenn ich neu ins Spiel reingehe, dann bin ich nicht da, wo ich mich sozusagen ausgelockt habe, sondern ich bin immer am Anfang dieser Map. Ja, ich habe jetzt Folgendes draus gemacht. Und zwar, ich habe einfach eine andere Festplatte genommen. Ich habe normalerweise, ich erkläre kurz hier dazu, ich habe normalerweise eine 1 TB Festplatte nur für Aufnahmen. Sei es jetzt von den Spielen, sei es Minecraft, Borderlands, was auch immer. Über voll. Und jetzt habe ich, ja, parallel bin ich am Rennen, versucht das Zeug abzubauen und wieder Platz zu schaffen. Ganz kurz, ich kann mich hier auch nicht konzentrieren. Und jetzt habe ich einfach meine andere Festplatte, wo ich dann die fertigen Aufnahmen drauf lagere, die auch intern ist, auch 1 TB. Da habe ich noch 300 GB Platz, jetzt habe ich halt darauf aufgenommen. Oder ich habe es darauf draufgelegt, dass das hier läuft. Ich hoffe mal, die hält noch ein klein wenig. Ich habe über 1 TB nur Borderlands gezockt. Heftig. Ja, und dann geht's jetzt weiter und ich mache die Parts weiter. Und ja, das ist mit der externen Festplatte nicht geklappt. Die hat eine zu langsame Schreibgeschwindigkeit. Test kurz was. Ja, also die scheint stark zu sein. Ladegeschwindigkeit ist auch ganz okay. Wir wollten uns jetzt mit Tina treffen. Erstmal bei dem Hauptquest weitermachen. Genau. Da schauen wir uns da drüber an. Was Cooles dabei. Nur was Geld gibt. Ja. Hier drin ist auch noch versperrt. Wollte ich gar nicht hingehen. Und das sieht aus wie eine fette Bombe, die in die Luft geht, wenn man... Ja, ich habe gedacht, man kann das hier. Egal. Runterschießen. Kann man wohl nicht. Ja, wo muss ich überhaupt hin jetzt genau? Ich gucke jetzt auf die Karte. Irgendwie ist das wieder so ein Weg außenrum. Da, es liegt noch im unbekannten Nichts. Trifft dich mit Tina. Okay, geh ich mal da durch. Ja, ist ja alles One-Shot hier. Sieht ja noch gut aus. Eine Schrot, die ordentlich Schaden zieht. Das haben wir gern. Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Okay, weil sie sonst einen in die Luft jagt. Ist ja ein bisschen beunruhigend. Also ruckelt das nicht schon? Jetzt darf es nicht ruckeln. Das fällt genau wie die andere Aufnahmefestplatte. Ja, one hit. Irgendwie komisch hier. Oh, viel Geld. Ich bin im Tod. Was ist da? Nun muss neue Stärke her. Wünsch mir Glück und Kraft. Heftig hier schon wieder. Ja, wie kommen wir denn? Müssen wir irgendwie rein oder so? Nein, du verpasst den ganzen Spaß. Verpasst den ganzen Spaß. Tiny Tinas Workshop. Rund um die Starhaktus-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Die tödlichste 13-Jährige der Welt. Oh. Ja. Ein Mädchen mit Bomben. Ja, und die mischt da schon mit bei den Kollegen hier und ne, so und Roland und hat schon ein paar Mal Leben geritten und andersrum auch und ja. Okay. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Ich laufe, ja. Laufe, laufe, ich laufe hier rüber. Ich laufe, 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 lauf, lauf, lauf. So verhält sich aber auch keine 13-Jährige. Ja. Das hier ist Muschis Knucklebites und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen... Muschis Knucklebites, was? Dazu brauche ich ihre Kawumma-Bums und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Ja, finde ich Kawumma-Bums. Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora.
Tu, was sie sagt. Dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Ah ja, okay. Alles gut. Habe ich irgendwas eingesammelt, was verkaufen kann? Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Das steht. Viel Glück. Ja, finde Kavuma-Bums. Mach ich doch. Gerne. Kavuma-Bums. Und so. Karte. Einmal zurück und dann da oben. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Kann ich machen. Und ich halte mich von diesen scheiß Kugeln entfernen. Sobald du jetzt nahe kommst, boom. Muss ich echt drauf achten, die sind gefährlich. Ziemlich sogar. Ja, muss ich da vorne rein, ne? Adios. Bin ich hier richtig? Nee, ich kann nur außen rum. Aber ich geh durch! Ja, jetzt ist das Schild weg, jetzt habe ich ein Problem. Hoffentlich kommt kein Zug von hinten. Finde Kavuma. Ja, die Frage ist, wie komme ich da hin? Ah ja, nette 13-Jährige, muss ich ja sagen. So, die Frage ist noch, wo ich hin muss. Warte, hier vorne. Unten noch, okay, runter. Wie jetzt, unten? Alter! In dieser Welt hier habe ich Schlüssel entdeckt. Dort muss ich sein. Ups, eine Granate. Ja, Munition wäre nett. Erstmal nicht so gewesen. Jetzt habe ich noch was gebraucht. Da, ja, da, ja. Ja, ich frage nur, ist jetzt die andere. Oh, Welt. Wie höchst abholig. Wieder schnappt die Falle zu. Dein so, muss Tina zurück. Alter Verwalter. Ein Shop für Leben wäre nicht schlecht. Ich glaube, da waren gerade welche drin.
gibt immer irgendwas hier schön drin. Nur nicht kriegen lassen von den Viechern. Leben saugt mal instant auf dann. Danke, da war auch wieder Leben drin. Ja, sieht nicht schlecht aus.